Herzlich willkommen auf dem Kanal der SDK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und heute geht es um drei große bekannte Unternehmen und Aktien: BioNTech, Moderna und Novavax. Wir hatten in der Vergangenheit schon einige Videos zu den Aktien gemacht und wurden gebeten in den letzten Monaten, mach doch mal ein Update. Und genau das wollen wir heute tun. Wir werden mal schauen, wie sind die drei Aktien bewertet, was erwarten Analysten für 2022 und wie ist auch so ein bisschen der Ausblick. Ich freue mich sehr, dass sich hierfür wieder einmal Harald Rotter eingeschaltet hat, Chefredakteur von Anleger Plus. Hallo Harald, vielen Dank, dass du mit dabei bist und vielleicht kannst du direkt starten und mal so ein bisschen einleiten. Wie ist denn allgemein der aktuelle Stand rund um Corona-Impfstoffe? Hallo Paul, ja, vielen Dank für die Einladung. Steigen wir direkt ein. Es ist ruhiger geworden um die einstigen Virenkiller BioNTech und Co. Aber klar, Corona ist aktuell kein Thema mehr. Andere Schlagzeilen beherrschen die Medien. Die schweren Verläufe sind zurückgegangen. Die Bereitschaft zu impfen ist gesunken. Impfdosen müssen vernichtet werden. Und da erwartet der Markt nicht ganz unbegründet, dass die Titel möglicherweise ja, geringere Umsätze in Zukunft machen werden. Und dieses Szenario lässt sich an den Kursen der Biotech-Titel gut ablesen, die du hier genannt hast. Seit letztem Sommer haben sich die halbiert oder sogar mehr als 70% Kursverluste eingefahren. Doch die Corona-Lage kann sich schnell ändern. Wir sehen gerade in Portugal eine Mutante der Omikron-Variante, die auch für uns relevant werden könnte. Und spätestens im Herbst rechnen die Experten bei uns auch wieder mit einer Welle. Und zweitens ist dieser eindimensionale Corona-Blick auf die Impfstoffaktien, der führt einfach zu kurz, wie wir nachher auch sehen werden. Aber noch ein paar Zahlen zum Einstimmen auf das Thema Corona. Das Coronavirus ist im Vergleich zu allen anderen Virusausbrüchen weltweit seit den 1950er Jahren, mit Ausnahme der Schweinegrippe, ein Virus mit der niedrigsten Fallsterblichkeit. Und ein Grund hierfür ist sicherlich auch die schnelle Impfstoffentwicklung, die da stattgefunden hat. In der EU gibt es 5 Impfstoffe, die im Moment zugelassen sind. Weitere sind auf dem Weg. Und die WHO hat Ende April 350 Entwicklungsprojekte für Covid-Impfstoffe weltweit gezählt, die allerdings auch sehr regional abgestimmt stattgefunden haben. Ja, und einige Unternehmen, darunter auch BioNTech, forschen bereits an der Impfstoffgeneration, an der Impfstoffen der zweiten Generation. Und ja, das haben wir zum Anlass genommen, uns die Titel mal, die du vorher genannt hast, mal anzuschauen, weil sie ja durchaus Potenzial haben. Ja, du hast es gesagt, alle drei Impfstoffaktien wurden jetzt in der neuesten Ausgabe Anleger Plus ausführlich analysiert und in der Ausgabe gibt es auch eine schöne Tabelle. Wir haben mal einen Teil dieser Tabelle rausgeschnitten und blenden ihn jetzt hier mal ein, um einfach so ein bisschen mal Vergleiche zu sehen. Alle drei Aktien, muss man sagen, haben ordentlich Federn gelassen, wenn wir uns hier die Marktkapitalisierungen anschauen. BioNTech gar nicht mehr auch so weit von Moderna entfernt, also BioNTech hier mit knapp 40 Milliarden Dollar Bewertung, Moderna 56 Milliarden Dollar Bewertung. Diese Diskrepanz war schon mal deutlich größer. Und auch bei Novavax, da ist natürlich noch ein großer Abstand, aber auch hier ist die Aktie sehr stark eingefallen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Eine Marktkapitalisierung nur noch von 4,4 Milliarden Euro. Und da muss man sagen, wenn man sich jetzt mal die Schätzungen für 2022, für das laufende Jahr anschaut, das haben wir jetzt hier mal mit KGV, KBV mal dargestellt, dann sind das natürlich sehr niedrige Bewertungen. Also besonders bei Novavax wird ungefähr der Umsatz erwartet, 4,3 Milliarden Euro, was das Unternehmen jetzt auch wert ist für 2022, oder hier auch KGV erwartet 2,2, also der jetzige Gewinn über 2 Milliarden Dollar für 2022 erwartet. Bei BioNTech, Moderna auch sehr niedrige Bewertungen, aber man muss das Ganze natürlich auch differenzierter sehen und Harald, da würde ich dir mal den Ball zuspielen, dass du vielleicht zu jeder Aktie ein kurzes Update machst. Ja, was kann man zu dem jeweiligen Unternehmen und Aktie kurz sagen? Bevor ich auf die Aktien kurz eingehe, vielleicht noch der Hinweis für Investoren, die neu überlegen, sich in diese Aktien zu investieren. Wir haben es hier mit der Biotechnologiebranche zu tun, also sehr volatile Investments, riesige Gewinne drinnen, wenn eine Medikamentenstudie gut ausfällt. Wenn sie schlecht ausfällt, dann kann es ganz schnell in die andere Richtung gehen und das vielleicht sogar häufiger innerhalb eines Zeitraums. Also das bitte immer mit bedenken. Ich fange an mit Moderna. Du hast gesagt, ist die nach Marktkapitalisierung
größte dieser drei Unternehmen, die wir angeschaut haben. Und die setzen vor allem auf die Entwicklung von Medikamenten auf der mRNA-Basis, haben sicherlich die Zuhörer schon gehört. Therapieoptionen sieht man für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Und Moderna hat zwei mRNA-Arzneien in klinischen Tests. Das eine ist das bekannte Impfstoff gegen Corona, den wir alle kennen. Und dann gibt es auch noch ein Medikament gegen das Hepatitis B-Virus oder einen Impfstoff, der sich derzeit noch in der klinischen Phase 2-Studie befindet. Ja, und in der Impfstoff-Pipeline hat Moderna Vakzine gegen Grippe, Atemwegserkrankungen, RSV und, was ich ganz interessant finde, man entwickelt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft ein Medikament gegen Covid. Da sehe ich eigentlich durchaus Zukunftspotenzial auch für die Umsätze. Bei den Umsätzen, da sind wir gleich dabei, sehen die Analysten für 2022 das Hoch, sage ich jetzt mal, bei Moderna mit 22 Milliarden Euro. Die haben Abnahmeverträge, die ihnen eine relativ sichere Basis schaffen, aber nach 2022 sehen die Analysten da Umsatzrückgänge, wobei sich das nie so genau prognostizieren lässt. Wenn man ein neues Mittel aus dem Wirkstoffpipeline auf den Markt kommt, kann sich das ändern. Wir haben 19 Analysten, die das Unternehmen covern und die sehen so im Durchschnitt ein Kursziel von 214. Aktuell liegen bei 140 US-Dollar, also ein deutliches Aufwärtspotenzial, wenn sich das dann so einstellen würde. Dann haben wir BioNTech, ein deutsches Biologietechnikunternehmen, dessen ADRs, nicht Aktien, in den USA gelistet sind. Kann man auch in Deutschland kaufen. Wer sich zu dem Thema ADR näher informieren will, auf unserer Seite anlegerplus.de einfach in die Suchfunktion ADR eingeben, dann kriegt man eine ausführliche Erklärung, was sind denn ADRs im Unterschied zu Aktien. Moderna setzt BioNTech auf Medikamente auf mRNA-Basis mit dem Schwerpunkt Krebsforschung. Corona war für BioNTech ein super Marketing-Erfolg. Man war eines der ersten Unternehmen, das einen Impfstoff auf den Markt gebracht hat. Und der Impfstoff ist auch weltweit mit am meisten eingesetzt. Und das hat für richtig Aufträge und Geld in die Kassen von BioNTech geschwemmt sozusagen. Und diese liquiden Mittel, die verwendet jetzt BioNTech, um zum Powerhouse für Immuntherapien zu werden, so hat es der CEO vor kurzem genannt. Man entwickelt neben Covid-Impfstoffen, zuletzt hat man hier auch für Kinder ab 5 Jahre einen Impfstoff zugelassen bekommen, hat man vor allem Infektions- und Autoimmunkrankheiten im Blick, sowie Krebs. Dazu habe ich hier noch eine China-Fantasie. Wir wissen ja, China und die Probleme mit Corona, die belasten uns ja im Moment alle. Und BioNTech steht mit den Behörden dort in Gesprächen, ob der Impfstoff vielleicht zugelassen wird in China. Ja, sehr spekulativ, aber könnte nochmal für Fantasie sorgen. Aber die Zukunft bei BioNTech ist eigentlich, sind die individuell zugeschnittenen Krebstherapien. Man hat 15 Krebsimpfstoffe in einem klinischen Stadium, Teststadium im Moment. Und wenn da Erfolge erzielt werden könnten, glaube ich, könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen. Also hier ist eigentlich das Thema individuelle Krebstherapien das Zukunftsthema. Umsatzhöhepunkt sehen die Analysten bei BioNTech jetzt ebenfalls. 19 Milliarden waren es 2021, 17 werden es dieses Jahr vielleicht sein und 10,5 im kommenden. Also wir sehen die Umsätze, die jetzt vor allem aus Corona stammen, die werden absenken. 15 Analysten covern das Unternehmen, die haben ein durchschnittliches Kursziel von 224 Euro. Aktueller Kurs ist 224 US-Dollar, glaube ich, 158 liegt der aktuelle Kurs. Also auch hier haben wir ein Potenzial nach oben, wenn es so eintrifft. So, und dann kommen wir zum kleinsten Wert, Novavax. Entwickelt Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. In der Produktpipeline sind Impfstoffe unter anderem zum Beispiel für die saisonale Grippe und Ebola. Seit Ende 2021 hat man den Covid-Impfstoff auf den Markt gebracht, der auf dem klassischen Wirkprinzip der Totimpfstoffe basiert. Der ist in der EU zugelassen und man hat eigentlich gehofft, dass man damit die Impfgegner, die gegen diese mRNA-Technologie Vorbehalte hegen, dass man die gewinnen kann, aber das Momentum stimmte nicht, man kam zu spät, das Interesse an Impfungen hat abgeflaut, deswegen ist es noch nicht der große Erfolg geworden. Der Impfstoff hat aber einen Vorteil, nämlich bei Transport und Kühlung gegenüber den anderen Vakzinen und deswegen könnte er für Schwellenländer wieder interessant sein, weil er leichter zu handeln ist. Allerdings auf der anderen Seite fehlt noch die Zulassung in den USA. Hier sagen Medienberichte, dass das an den Produktionskapazitäten liegen könnte, die Novavax nicht sicherstellen kann.
und die die Behörde fordert. Also bleibt abzuwarten. Ein Ass, den Novavax im Ärmel hat, könnte ein Kombinationsimpfstoff sein aus Grippe, Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und Corona, der, wenn die klinischen Testphasen also positiv verlaufen und man die Zulassung erhält, könnte frühestens Ende 2023 so ein Impfstoff auf dem Markt sein. Also durchaus interessant. Die Analysten sehen bei Novavax ebenfalls die höchsten Umsätze für 2022, 4 Milliarden US-Dollar waren es da. Und jetzt in den nächsten Jahren geht man von sinkenden Umsätzen aus. Im Vergleich zu den beiden Konkurrenten zuvor wird Novavax voraussichtlich erst dieses Jahr nicht mehr defizitär sein. Die anderen beiden hatten schon 2021 ein positives EBIT. Ja, 7 Analysten beobachten das Unternehmen. Das Kurspotenzial ist hier auf Analysten, wenn man den Analysten trauen würde, am höchsten. Das mittlere Kursziel sehen die bei 155 US-Dollar und aktuell liegt der Kurs bei 56 US-Dollar. Also wir hätten hier fast eine Verdreifachung, wenn das so klappen würde. Was es meistens nicht ist, aber auf jeden Fall sieht man hier auf jeden Fall auch das Potenzial. Genau, das wäre es eigentlich so zu diesen 3 Werten in aller Kürze. Ja, soweit ein kleiner Ausblick, kann man sagen, aus der neuesten Anleger Plus Ausgabe. Wir blenden hier auch mal ein. Schaut doch mal gern vorbei bei Anleger Plus. Für alle SDK-Mitglieder ist es ja kostenfrei. Unsere Zeitschrift, unsere Publikation für alle Nicht-Mitglieder hier auch. Überschaubare Kosten, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Für 36 Euro im Jahr kann man hier schon Digitalzugriff haben oder auch 42 Euro im Jahr dann die Printausgaben und ist immer auf dem Laufenden, sowohl bei allen SDK-Themen als auch eben spannende Beiträge in Anleger Plus, wie zum Beispiel zu Impfstoffaktien, aber auch viele weitere interessante Themen. Also schaut mal gern vorbei. Und natürlich nochmal der Hinweis, Harald, du hattest es schon gesagt, die Aktien natürlich hochriskant. Also wie immer keine Anlageempfehlung, keine Anlageberatung. Das sieht man ja schon allein an den Kurseinbrüchen jetzt im letzten Jahr, was da los sein kann. Also informiert euch bitte da immer ausführlich selbst anhand von unterschiedlichen Quellen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns ja dem Video ein Like gebt. Und Harald, ich darf dir jetzt nochmal ganz großes Dankeschön sagen, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne, wie immer. Wer beim Thema dabei bleiben möchte, wir hatten in der Vergangenheit schon Videos gemacht zu Impfstoffaktien. Wir blenden hier mal 2 ein, zum einen zu Novavax mit Sven Lorenz und auch mit Dr. Manns von Union Investment. Auch so ein kleiner Vergleich, sehr viel, bisschen auch theoretisch, wie funktionieren diese Corona-Impfstoffe eigentlich. Gerne mal vorbeischauen, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.